Ich glaube, dass die Konsequenzen von Corona eigentlich, naja, einer von vielen neuen Beginnen sein kann. Ich beziehe mich da sehr gerne auf das erste Wort der Schöpfung, also des Alten Testamentes oder der Tora, was man eigentlich, wenn man das genau anschaut, übersetzen muss mit in einem Anfang und nicht am Anfang. Und ich denke sehr oft an diesen Vergleich, dass was sich hier uns gerade vor uns aufbaut, verändert alles. Und das verändert natürlich auch den Blick auf die Zukunft. Und es ist auch eine Riesenchance, weil wir im Moment, und das spüre ich bei allen Verantwortlichen, denn die ganze Welt ist ja impaktiert. Alle explodieren vor Kreativität, auch vor Wollen und vor neuen Aufgabenstellungen, auch vor neuem Wettbewerb. Also es ist interessant, wie ich persönlich diese auch Überwältigung spüre von einfach Informationen, die auf einen dringen. Jeder sagt etwas, so wie ich jetzt gerade hier in diesen Kasten schaue und etwas sage. Alle spielen, alle produzieren sich, alle entwerfen Riesenideen und Gedankenhaushalte. Das ist eine Überforderung, aber es zeigt eben genau das, was wir ja wollen, nämlich diese wahnsinnige Diversität in der Landschaft der Möglichkeiten, die sich auf einmal auftat. Und das Digitale wird eine Konsequenz haben, glaube ich, auch für das, was wir weiterhin dann analog machen werden und dürfen und sollen. Es ist ein riesen Fortschritt auch, in aller Ironie, so wie sich das jetzt vielleicht gerade verbal darstellt. Aber ich glaube, wir müssen alle begreifen, dass dieser nostalgische und sehnsüchtige Blick zurück auf das, was war und wie schön es war und wie reich und wie einfach und zugänglich und selbstverständlich, das sollten wir hinterfragen. Und wir sollten die Möglichkeit in uns selbst aufbauen, das alles über Bord zu werfen, um leichter und freier und mindestens genauso inspiriert weiter in die Zukunft zu gehen, als wie es zuvor war. Ich muss wirklich gestehen, mich beeindruckt im Moment alles, was kommt, weil es so unglaublich menschlich ist. Es beeindruckt mich, wenn jemand sein Fagott 12-mal aufnimmt in der Küche und etwas Witziges draus montiert. Und es beeindruckt mich ganz schwer, auch wenn auf höchstem professionellen Niveau einfach neue Formate angedacht werden und auch wie wir ein neues Publikum erreichen können. Und wer ist denn eigentlich das neue Publikum? Und ist es auch das alte? Oder also diese ganzen Fragestellungen, das ist eine sehr spannende Diskussion, die auf einmal jeder hat. Also diese große Chance ist, dass wir alle im gleichen Boot sind im Moment. Es ist jetzt kein europäisches Phänomen, es ist kein asiatisches oder kein amerikanisches, sondern wir sind alle dabei, umzudenken und mehr Flexibilität zu zeigen und einfach auch quasi mal, hier sind wir in dieser archetypischen Kreativität und was das bedeuten kann und natürlich welche Rolle das in einer sich beschleunigenden Wahrnehmung in unserer Gesellschaft heute installieren wird. Also geht das hin zu kürzeren Formaten? Wie beeinflusst es unsere Wahrnehmung? Können wir mal die Pause-Taste drücken oder sind wir gar nicht mehr in der Lage, Götterdämmerung durchzusitzen, oder? Also es stellen sich einfach viele Fragen und wenn wir uns alle erlauben, nicht im Moment alle Antworten parat zu haben, können wir, glaube ich, viel, viel noch gemeinsamer und kreativer durch diese Landschaft gehen, die wir gerade auch erst erkunden. Denn wir machen ja gerade einen großen Umweg. Aber ich finde es wichtig, eben auch zu erkennen, dass der Umweg kein Verfall ist, sondern uns zu Orten bringt, die wir noch nicht kennen und wo wir auch Reichheit und Schönheit finden und Inspiration und Gemeinsamkeit. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, frei wählen zu können, also zum Beispiel, wenn Sie hier in New York oder in Berlin oder Paris ausgehen wollen und etwas Kulturelles wahrnehmen möchten, dann haben Sie so viele Optionen. Man kann wählen zwischen Theatern, Konzerten, Opern und Festivals. Und diese absolute Selbstverständlichkeit, dass alles zugänglich ist und auch unsere partielle Abschätzigkeit, diese Gleichgültigkeit, weil man ja alles schon gehabt hat und alles kennt. Und ich glaube, dieses Apprezieren und wirklich Spüren des Momentes kann sich, glaube ich, erhöhen.
dass wir alle wieder begreifen, dass es ein Privileg ist, um 7.30 Uhr oder 8.30 Uhr an einem bestimmten Ort zusammenzukommen und vielleicht auch ein schönes Hemd anzuziehen. Und dann kommt ein Orchester und die treten im Frack auf, weil die diesen Moment würdigen und diesen Moment, diese Erhabenheit, der da dem innewohnt, dass das geschehen kann. Das ist ja, glaube ich, die Motivation, ins Theater zu gehen, ins Schauspiel, ins Konzerthaus, in die Oper. Also, dass da Menschen jeden Tag daran arbeiten, ihre Suggestivität und ihr Ausdruckspotenzial zu maximieren, um zu Menschen zu sprechen. Also, dass das jetzt einfach so, ja, wir gehen heute Abend in die Oper und gucken uns Rigoletto an, weil es so schön ist. Ich glaube, das wird anders wahrgenommen werden. Also, Wertschätzung, das Kostbare, einfach das Erkennen und Begreifen, dass was da alles zusammenkommt in Jahrhunderten von Entwicklungen, Traditionen, Instrumente, wie die gebaut wurden, dass das, also diese Verfeinerung, was das heute bedeutet, in einem akustisch super getunten Saal mit genialer Akustik einem Mahler 2 aufzuführen, mit den Instrumenten, die heute einfach hergestellt werden können, mit den Traditionen, die durch ein spezielles Orchester gehen. Es ist riesig. Also ich glaube, ich muss jetzt richtig schwer atmen. Das ist erhaben, das ist groß. Und ich denke, dass dieses Verständnis in uns allen wieder neu erweckt und auch neu empfunden und erfunden werden kann.